Ja, moin moin ihr Lieben, ich grüße euch herzlich zu einem Let's Play Train Simulator Classic 2024 hier auf Kribo Official. Genau, wir sind heute auf der Inselbahn unterwegs und fahren hier, wie es damals üblich war, mit dem ÖBB City Jet. Genau, wir öffnen mal die Türen, dass die Fahrgäste einsteigen können. Der Zug ist soweit aufgerüstet. Ich brauche da halt durch meine Einstellung wahrscheinlich nicht viel machen. Und genau, ich habe das mit der Überlichtung in den Griff bekommen. Dieses adaptive Blumen ist das Problem gewesen. Genau, das habe ich einfach rausgenommen. Muss kein Mensch haben. Ja, dadurch war es halt überbelichtet, sah einfach kitschig aus. Und so haben wir ja dann doch wieder ein bisschen Realitätsgrad, ne? Ja, genau, Leute, heute ist der 17. Laut RSSLO soll heute die Pirnbahn rauskommen, die von Linz nach Selztal geht, über Kirchdorf an der Krem. Ist für mich ein Highlight, da ich diese Route in der Vergangenheit sehr oft gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich sie mir heute hole oder ob ich sie mir irgendwann mal hole. Vielleicht gucke ich mir auch erst nochmal Videos dazu an. Ich bin mir da noch nicht so sicher, weil man möchte ja auch nicht die Katze in den Sack holen. So, wir fahren in Quick Drive. Wir werden jetzt um 10 nach losfahren. Und genau. Das haben wir auch jetzt gleich. Türen sind mittlerweile zu. EZB, SIFA sind an. Sehr schön. Würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit ready. Und fahren los. Ich gehe erstmal auf 50% Leistung hoch. Bis er auf 20 km/h ist. Ich befreie uns hier auch sofort. So, dann gehen wir auf 30 runter. So mache ich das immer. Genau, der CityJet ist damals hier gefahren, den hat sich die ODEC, genau die ODEC hat sich den geliehen von Österreicher Bundesbahn, um wahrscheinlich zu gucken, ob der sich auf der Strecke macht. Der fuhr dann immer als RE9 von Sassnitz nach Rostock. Bei uns ist jetzt nur bis nach Bergen auf Rügen eingestellt. Genau. Ein schönes Gefährt, einer meiner Lieblingszüge im Train Simulator. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe nicht viele. Ne? Es sind wirklich wenig. So, wir sind der erste Zug heute auf der Strecke. Also aus der Gegenrichtung wird da noch einer kommen. So. Jetzt gehen wir mal runter auf 40. So, im Bahnhof Lanken gucken wir mal. Dass wir ein bisschen weiter nach vorne durchsetzen. So. Ah,
Ah. Ich wollte eigentlich gerne über diesen Überweg hier gegangen sein. Also über den da vorne. Aber das klappt von der Länge her gar nicht. Das klappt leider nicht. Das hätten wir sowieso nicht hinbekommen. So, wir fahren weiter. Ja, wir sollen heute 20 Grad kriegen. Draußen ist es grau in grau und grau. Da habe ich persönlich nicht so den Vibe auf 20 Grad. Bin ich mal gespannt. Ich habe gedacht, jetzt kommen noch mal ein paar ganz kleine Sommer-Vibes. So, da vorne müssen wir abbremsen. Uschi ist auch noch drinne. Die fährt jetzt bis Bergen auf Rügen mit. Gehe ich mal stark von aus. So, nächster Halt, Sagard. Da müssen wir ein bisschen mehr Bremskraft geben. Das ist mies. Jetzt geht sie nämlich bergunter. So, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ich muss mich korrigieren. Sagard. Ich wollte erst mit der 425 hier fahren. Aber da habe ich mir gedacht, nee. Bleiben wir mal so ein bisschen an der Realität angelehnt. Da muss ich jetzt ganz schön scharf in die Eisen gehen. Blieb uns leider nichts anderes übrig.
Weil der Bahnhof hier ist ziemlich mies. Oh, was ist denn hier los? Ach du Heiliger. Oh. Ich hasse es. Och, geh doch mal nach hinten. Bitte. Ich weiß nicht, wie wir das Lichtsignal hier geändert kriegen. Moment. Ah. Ist das jetzt richtig? Sehr gut, wir haben es hingekriegt. Jedes Mal, ne? Du gehst in die Außenansicht und erstmal niest jemand. Einfach so random. So random ist da einer am Niesen. Das finde ich schon witzig, ey. Finde ich schon mega witzig. Man kann das Licht hier übrigens auch dimmen, ne? Aber jetzt bei der Dunkelheit finde ich es so völlig in Ordnung. Naja. Geben wir mal ein bisschen Stoff. SIFA, SIFA, SIFA Zwangsbremsung. Nee, nicht bei mir heute. Nee. Borchtet. Da haben wir aber keinen Halt, da fahren wir gleich durch. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wo unser nächster Halt jetzt ist. Also wir werden, also wenn ich mir die Pirnbahn bei Gelegenheit hole, dann werden wir die komplette Linie fahren. Also einmal von Linz nach Selztal hoch. Später dann auch nochmal den Rückweg. Genau. Das wird mir ein riesen Vergnügen, das kann ich euch garantieren. Ach, wir brauchen nur bis 60 runter. Scheiße. Das erkennt man manchmal so mies, ne? Jetzt dürfen wir schon wieder auf 70 gehen. Genau, ich glaube, wenn wir T0% machen, also die allererste Stufe, dann hält der einfach nur die Geschwindigkeit, ne? Ich glaube, so war das. Können wir nochmal auf 30 gehen? Und jetzt lassen wir mal so stehen. Jetzt dürfen wir auch gleich wieder nur 60. Oh, das ist ja ein Hin und Her hier. Oh.
Das war jetzt einfach Spaß. Ich wollte einfach mal ein bisschen piepsen. Das war jetzt gerade mein Begehren. Einfach ein wenig piepsen und rumhupen. Sifa. So, und der nächste alte Litho. Da besteht meines Wissens Anschluss zu der Regionalbahn in Richtung Ostsee Bad Binz. So, blinkendes Signal müssen wir bestätigen, das habe ich jetzt auch gelernt. Wir haben die passende Geschwindigkeit drin, ist alles tutti. Und da müsste jetzt gerade die Dings abgezweigt sein nach Ostsee Bad Binz. So. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo der Ausstieg ist. Könnte rechts sein. Nee, links. Links ist er. So, haben wir gut gemeistert. Hier hört man auch Schiffe. Und wir fahren mit maximal 40 km/h wieder raus. Thank you.
Und jetzt vielleicht irgendwo auf 90 beschleunigen. Ich glaube, jetzt halten wir auch erst als nächstes in Bergen auf Rügen. So, schießt auch noch da. Sieben Kilometer noch. Na, ja, mal gucken. Wenn ich nachher gut drauf bin, dann gehe ich mit meinen Liebsten wieder in Dings rein. Dale and Dawson. Macht wirklich Spaß, das Spiel sehr zu empfehlen. Ja. Gibt es, ich weiß nicht, ob das noch 7,79 kostet oder ob das der Standardpreis ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall lohnt es sich. Ne? Das ist ein richtig geiles Spiel. Da hat man auf jeden Fall Spaß untereinander. Sehr, sehr zu empfehlen. Ja. So, jetzt haben wir noch 5 Kilometer. Oh, jetzt lasse ich ihn allmählich bremsen. Also einfach rollen. Und da es ein bisschen bergauf geht, reduziert er von Haus aus die Geschwindigkeit. Wir sind bei 3 Kilometer. Den Bahnhof sehen wir schon. So, jetzt ich das nochmal eingestellt. Ah, wobei,
Lass mal runtergehen bis auf 60. So, 1 Kilometer noch. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen unseren Ziel- und Endbahnhof Bergen auf Rügen. Wir hoffen, Sie hatten mit uns eine angenehme Fahrt. Und wir würden uns natürlich freuen, Sie bald als unsere Fahrgäste wieder begrüßen zu dürfen. So. Bergen auf Rügen, unsere Endstation für heute. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Let's Play gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ja. Wir sehen uns dann entweder im nächsten Stream oder im nächsten Video, je nachdem. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.